Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadow of Arm. Ja, in der letzten Aufnahmesession sind wir in die Festung der Anris oder der Arneus oder wie es auch immer ausgesprochen wird, ich bin nicht gut im Französisch, nein, eingedrungen, um dort nach dem Rechten zu sehen. Und haben herausgefunden, dass es von Trollen überrannt wurde, von denen wir schon ein paar getötet haben. Yay. Was für ein Spaß. Gut, wir haben erfahren, dass der Herzog oder Baron oder was er nochmal ist, also Nadias Vater, noch am Leben ist und sich und in die Kerker geschleppt wurde. In die Folterkammern. Ansonsten wissen wir nicht viel, außer dass viel Getrolle unterwegs ist. Da ist auf jeden Fall ein Weg nach oben. Der eingestürzt ist. Keine große Herausforderung. Wie kann ich? Ich werde tun, was ich kann. Und wir sollten auf jeden Fall. Ich warte. Nadia immer vorlassen. Ich bin gerne zu Diensten. Die für uns das Zeug knackt. Ja, so viel dazu. Zeug knackt ja, und Fallen findet. Die haben wir, glaube ich, in der letzten Aufnahmesession noch geplündert gehabt. Also alles, was wertvoll erschienen. Ja, haben wir auch hier bei Talisa rumliegen. Bolzen plus 2, Bolzen plus 1. Solche leichten Sachen können eher zu Keldorn. Da der ja eher die leichten Sachen tragen kann. Das sind Säurepfeile. Ja, die kriegst du mal. Genauso wie du die Feuerpfeile ja hast, falls du sie mal brauchen solltest. Hier sind noch mehr Feuerpfeile, das ist sehr gut. Ein Langbogen plus 1. Den kann niemand benutzen. Die Bolzenpfeile und Bolzen können so nicht identifiziert werden, ist okay. Gib die mal an Yahira, die kann ja auch nicht ganz so schwer tragen. Ja, was haben wir noch? Wir haben auf jeden Fall eine Stabschleuder und einen Speer plus 1, das erkenne ich gleich schon. Also das ist jedenfalls eine Stabschleuder plus 1. Ich sehe gerade, Erwi hat noch keine gescheite Nahkampfwaffe. Deswegen kriegt sie die mal. Der Speer kann nicht identifiziert werden, das ist blöd. Verletzungspfeile. Das sind auf jeden Fall Schleuderkugeln plus 2, das sieht man. An der schönen roten Farbe. Und beißende Bolzen. Ach ja, und Feuerpfeile. Gut, dann sind wir ein bisschen mit Pfeilen eingedeckt. Den Rest müssen wir bei Gelegenheit identifizieren. Da werden wir wahrscheinlich mal eine Schlafsession einlegen, vorher alles mit Identifizierungszaubern vollpacken und dann weiter gucken. So, das ist alles leer. Bei Keldorn und Minsk ist noch mehr als genug Platz. Ja, das ganze nicht identifizierte Zeug liegt jetzt halt bei ihr. Ich würde halt gern wissen, was das für ein Speer ist, auf jeden Fall. Lass, ich versuche immer mein Bestes. Fragt nur, wenn ihr es wollt. So, da geht's auf jeden Fall in eine für mich wichtige Kammer. So, nachdem wir das erledigt haben. Kurzer Save. Hier ist nämlich die Schmiede. Können wir eigentlich selber? Ja, wir können selber mit Rechtsklick. Uns ein Symbol hier hinpacken. Das ist gut.
Ich warte. Die Dienerin der Natur ist bereit. So, sucht sie noch? Ja, sie sucht noch. Das ist gut. Vertrauten finden. Oh. Ja, das ist ein besonderer Zauber, erster Grad. Der Anwender versucht, einen Vertrauten zu finden, der ihm in Zukunft als Gefährte und Verbündeter beisteht. Dabei handelt es sich um ein kleines Wesen, das dem Anwender auf vielfältige Weise dient. Es kann seine Sinneskräfte auf den Anwender übertragen, ihm Gesellschaft leisten und als Wächter, Aufklärer und Spion fungieren. Der Anwender kann immer nur einen Vertrauten haben und nicht darüber entscheiden, welche Kreatur seinem Ruf folgt. Falls überhaupt ein Wesen antwortet. Der Zauber kann nur vom Hauptcharakter eingesetzt werden. Ach, das ist schade. Das Wesen ist intelligenter als andere seiner Art, normalerweise um 2 bis 3 Punkte. Und seine enge Verbindung mit dem Anwender beschert ihm ein längeres Leben, als es für ein derartiges Tier typisch wäre. Der Anwender und der Vertraute stehen durch ein empathisches Band miteinander in Verbindung. Auf diesem Weg kann der Anwender seinem Vertrauten auch Befehle erteilen. Der Anwender erhält die Hälfte der Trefferpunkte seines Vertrauens als zusätzliche Trefferpunkte. Er sollte jedoch stets um das Wohlergehen seines Vertrauens besorgt sein. Stirbt dieser, verliert er die zusätzlichen Trefferpunkte, er leidet halb so viel Schaden, wie der Vertraute Trefferpunkte hatte, und verliert permanent einen Konstitutionspunkt. Ein Beispiel, ein Magier mit 12 Trefferpunkten wirkt diesen Zauber, er erhält ein Teufelchen mit 18 Trefferpunkten als Vertrauten. Dadurch erhöhen sich die Trefferpunkte des Magiers auf 21. Stirbt das Teufelchen, reduzieren sich die Trefferpunkte des Magiers wieder auf 12. Er verliert einen Konstitutionspunkt und dadurch gewinnt er auch weitere Trefferpunkte und er leidet dann noch 9 Schadenspunkte. Die Art des Vertrauten wird durch die Gesinnung des Anwenders bestimmt. Rechtschaffen und neutral gut. Pseudodrache. Mit -2 Rüstungsklasse und 24 Trefferpunkten. Das ist gar nicht mal so schlecht. Besonderheiten, 2 Angriff pro Runde, bla bla bla. Rechtschaffen neutral ein Frettchen. Rechtschaffen böse ein Teufelchen. Das wäre dann das, was unser Barde bekommen würde. Neutral Hase. Also ich habe ja vor, irgendwann mal vielleicht einen rechtschaffen bösen Barden nochmal als Playthrough zu machen. Neutral bösen Staub mit Rüstungsklasse 6, 24 Lebenspunkten. Chaotisch guten Feendrache, chaotisch neutrale Katze, chaotisch bösen Quasit. Ja, und den Zauber kann sie nicht lernen. Behälter ist voll. Gut. Okay. Also ja, ich finde den Vertrautenrufen-Zauber recht lustig. Ja, die Schmiede werden wir auf jeden Fall brauchen. Die verborgene Schmiede scheint allein durch ihre Kraft der Gedanken bedient zu werden. Ihre Magie ist so stark, dass sie den Flegel, der ihr Zeit hatte, reparieren kann, indem ihr es euch schlicht und einfach wünscht. In der Schmiede gibt es einen Handgriff, an dem schon mehrere Ketten hängen. Wir müssen jetzt nur noch die verschiedenen Köpfe des Flegels finden und sie in die Schmiede bringen. Wenn es das ist, was ihr wollt. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, weil das ist unsere Waffe. Fragt nur, euer Wunsch ist mein Begehr. Ja, da ist schon mal der Flegelkopf für die Kälte und ein Ring, den wir wieder nicht identifizieren können. Keine große Herausforderung. Das heißt, wir könnten jetzt schon mal theoretisch den ersten Flegelkopf montieren. Ihr platziert einen Teil des Flegels auf dem Amboss und die Arbeit beginnt. Dein Hammer beginnt zu schlagen, während sich unsichtbare Kräfte eine Kette anheben, an der magische Flegelkopf angeschmiedet wird. Kurze Zeit später ist der Flegel bereit. Ja. Jetzt habe ich auf jeden Fall Flegel der Zeitalter. Der Flegel verfügt über einen Waffenkopf und verursacht Kälteschaden. Wenn man den fehlenden Waffenkopf des Flegels der Zeitalter fände, würde er noch mächtiger. Also ich mache jetzt 1W6 plus 2 Wuchtwaffe Schaden
Plus 1 durch Kälte. Ist ein Flegel oder ein Streitkolben. Und kann von ihr verwendet werden. Im Augenblick haben wir ETW von 9. Jetzt haben wir ein ETW von 8, weil er besser ist. Und wir machen auf jeden Fall mehr Schaden. Er macht nämlich nur 1W6 plus 1. Und er hat 1W6 plus 2 plus 1 Kälte. Fürs Erste. Gut. Das heißt, wenn, dann müssen wir noch weitere Pflegeteile finden, auf jeden Fall. Es gibt in der Festung 3 Stück und 2 weitere gibt es in der wachenden Festung. Also irgendwann werden wir da mal hingehen und die anderen beiden holen. Wenn wir alles andere so einigermaßen abgeklärt haben und ein paar Level-Ups haben. Okay, das heißt, wir haben jetzt endlich mal eine magische Waffe für unseren Hauptcharakter. Und ich glaube, für sie auch die beste Waffe, die sie so haben kann. Bei Minsk bin ich mir immer noch unentschlossen. Er hat nämlich Kampfstil mit 2 Waffen und er hat Streitkolben. Wir haben Flegel plus 3, gell? Ich hätte ihr damals Flegel auf Max geben sollen und nicht den Kriegshammer, aber das ist jetzt halt so. Und ich will es auch nicht unbedingt nochmal ändern, deswegen bleibt das so, wie es ist. Und ich lebe halt damit, sonst hätten wir jetzt nochmal 2 mehr Schadenspunkte und 2 weniger ETW, aber das dürfte der Pflegel der Jahreszeiten ausgleichen. Bei Minz hingegen, er hat 2 Hände, Streitkolben und Kampfstil mit 2 Waffen, nicht mit 2 Handwaffen. Ob es halt nicht vorteilhaft ist, wenn wir Minz irgendwann das Chaos-Schwert wegnehmen und ihm 2 Streitkolben in die Hand geben. Also 2 magische Streitkolben. Solange kann er mit dem Hammer rumrennen. Wie kann ich... Das ist fast unter meiner Würde. Das Schloss konnte nicht geöffnet werden. Mir gefällt das nicht. Wie können wir den weniger Glücklichen helfen, indem wir uns hier unten rumtreiben? Das ist dein Schloss und du wolltest den Leuten helfen. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt frohlocket. Ja. Jetzt? Stehen wir dumm da. Wie kann ich helfen? War's das schon? Ich hatte auf mehr gehofft. Außer es gibt noch irgendwo einen Ausgang. Mann, das ist so lange her. Ah, ich könnte auch die Tür benutzen. Keine große Herausforderung. Ja, vielleicht hilft das ja, wenn ich die Tür benutze. Ich war nun gut. Okay, da geht's in die Haupthalle. Ich werde tun, was ich kann. Selbstverwandlung, auch Unsichtbarkeit habe ich hier nicht gegeben. Lasst mich bitte helfen. Ich bin gerne zu Diensten. Ja, da ist auf jeden Fall die Haupthalle. Wie hoch ist denn die im Schatten verstecken? Das dürfte nicht mal so gut sein, hä? 20 und 50. Ja, Fallen finden und Schlösser öffnen. Darin ist sie gut, aber in allem anderen nicht. Ja? Du hast auch keine Unsichtbarkeit. Nein, nur Unverwundbarkeit. Ich bin zu allem bereit. Ja. Was immer ihr wünscht. Fragt nur. Einfach frei. Ich kann auch mehr tun, wenn ihr wollt. Da ist, glaube ich, der Hauptausgang. Gucken wir mal, ob an der Truhe eine Falle installiert wurde. Ja, wurde eine installiert.
ein Dolch. Dolch plus 2. Leider benutzt hier niemand Dolche. Ja, Hira könnte den benutzen, aber hm. Nee. Gut. Hm.